So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sinking City. Ja, also ich habe jetzt insgesamt 2 Wissenspunkte mir verdient. Den einen habe ich schon ausgegeben für die Falle. Und ich hätte jetzt sehr gerne die Reichweite von Granaten und Brandbomben, weil das ist richtig gut, um die großen Kreaturen down zu bekommen. Deswegen habe ich das einfach mal ausgerüstet. Und ich habe eigentlich alles soweit gesäubert und war gerade auf den Rückweg. Und dann, ja, ist dort ganz vorne, also ungefähr hier, sind alle nochmal gespawnt. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich habe leichte Panik bekommen. Und ich habe hier die... Ich hoffe, die... Lass mich jetzt alle in Ruhe. Die Mosthöhle entdeckt. Das ist dieser Baum. Ach nee, die Mostmühle. So, kommen jetzt hier nochmal die Großen? Ich hoffe nicht. Und ich glaube, ich habe bereits die besagte Tür gefunden. Mal gucken, ob die jetzt wiederkommen. Elend Mistviecher. Kann nämlich hier. Und da bin ich am Anfang heroisch hier rausgerannt. So, habt ihr euch jetzt? Ja, anscheinend. So. Und unser Objekt der Begierde müsste das Haus rein theoretisch sein. Und wir werden jetzt noch einmal ne? Den Spaß hier machen. Achso, ich kann gar nicht mehr tragen. Das ist sehr, sehr schade. So. Aber hier gab es nämlich auch schon irgendwelche Viecher. Und ich versuche jetzt ein bisschen Muni zu sparen. So, ich bin hier rein. Oder? Oder bin ich runtergerannt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wurde ich hier sehr böse überrascht. Sehr, sehr böse. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese kleinen Tintenbiester mit meinen Nahkampfangriffen down bekomme, damit ich halt da Muni spare. So, jetzt müssen die kommen, oder? Oder jetzt? 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 Jetzt, gucke, jetzt kommen die nämlich. Die ganzen Kackbiester. Oh nee, nicht wieder dieses ekelhafte Vieh. Down. Fuck, fuck, fuck. Oh. Okay. Hier, warte, Moment. Komm, und jetzt bam! Los! So, ne, dann muss ich ein bisschen Muni sparen. Das war natürlich jetzt gerade ein bisschen sehr doof. Naja, ganz toll. Super toll. Ja, kann ich nicht tragen. Jetzt, ja, jetzt kann ich mehr tragen. Wird doch bestimmt hier sein, oder? Ansonsten gehen wir mal hoch. Also wenn wir jetzt hier noch hoch können, ja. Da waren wir hier schon. Doch, hier waren wir doch schon, oder? Haben wir hier was? Nein, waren wir hier schon? Hier waren wir doch schon. Scheibenkleister, oh nein! Okay, ansonsten können sie trotzdem mal kurz hier umgucken, ne? Kann ja trotzdem nicht schaden. Stimmt, hier waren wir schon. Ja. Oh nein. Bin ich dumm? Aber davor gab es doch gar keine Biester, oder? Naja, jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Ja, 155. So, also wir müssen
Das Ziegelgebäude steht im Zentrum des Bezirks The Shell. Genau in der E. Brown Street zwischen der St. Michael Road und Potter. In der E. Brown zwischen Michael. Ah ja, super. Müssen hier hin. Gut. Aber wir müssen trotzdem die befallenen Gebiete doch zuerst säubern, oder? Und ich hatte ja in der letzten Folge so also doof gefragt, weil ich habe das ja damit assoziiert. Und ich glaube, das war auch so, weil bei dem ersten befallenen Gebiet mussten wir in diese Fabrik hineingehen. Und diese Fabrik wurde mit einer blauen Tür gekennzeichnet. Und da war nämlich dieser verborgene Eingang. Ja, guck mal, es müsste rein theoretisch hier sein. So. Ja, kann ich nicht tragen. Wenn ich so viel bekomme, kriege ich schon gleich wieder Trust Issues. Okay. Wir kriegen das aber hin. Das ist alles easy, squeezy, parfeasy. Ich erschrecke mich immer wieder. Wo kommen die denn jetzt? Von da oben. Okay. Kleines Mistding, Junge. Stirb doch mal. Okay. Da kommt doch irgendwo einer. Was ist denn der? Hier unten? Ja, wo bist denn du, meine kleine Mausi? Ach, bist du da? Was ist denn der? Ich glaube, der ist unten. Das ist bestimmt ein großer Oschi, oder? Bist du ein großer Oschi? Nee. Oh, lecker. Junge! Ist das ekelhaft. Guck mal. Wie groß. Aber der ist doch schwer. Lass den vielleicht mal 50? Mindestens 50 Kilo wiegen. Wie ist der hier hochgekommen? Also, der wurde anscheinend getragen, aber wie ist das hier unter Wasser geraten? Wie ist das all. Wie ist das hier alles passiert? Ich verstehe das nicht. Vor allem, wie das auch riechen muss. Das ist eigentlich doch das Schlimmste an den ganzen, an diesen ganzen Seekreaturen. So, hallo. Na? Ja, ich, ja, guck mal. Mein geschätzte Herde, ich glaube, Kauil hat uns im Stich gelassen, sofern diese Wesen wirklich existiert. Müssen wir voller Angst und dem Wahnsinn verfallen sterben, dabei wäre der Tod nach dieser Sintflut, die der zurzeit Noahs und möglicherweise in nichts nachsteht, noch ein gnädiges Schicksal. Eines ist gewiss, auf unsere Leichen werden keine schönen Blumen sprießen. Die See winkt mir auf eine verlockende Weise zu, wie es die Bibel nie getan hat, seit ihr salziger Leib zum ersten Mal Bestien gebar und zu uns brachte. Bald werde ich mich der See hingeben und ihren salzigen Taufatem mit meiner Lunge einatmen. Ekelhaft. Möge sie uns all unsere Anmaßungen vergeben, euer Hirte, Rev. Zachariah James Barker. Okay, und es war Ruf des Meeres. Heute Nacht sah ich mich gezwungen, das Hotel zu verlassen. Der Gestank von fauligen Seetang und Fisch war unerträglich. Ich erinnerte mich an einen großen Apfelbaum, wo es jetzt sicher angenehmer sein würde. Zudem wollte ich nicht, dass der Hotelbesitzer etwas von meinen Anfällen mitbekommt. Wenige Häuserblocks von dem Apfelbaum entfernt auf der E. Brown Street im Zentrum des Bezirks des Shells bekam ich eine Vision. Ich dachte, ich würde ertrinken. Ich begann zu rennen und als ich an der St. Michael Road vorbeilief, war ich völlig von Wasser umgeben. Er rief nach mir und ich muss mit aller Kraft dagegen ankämpfen, mich hineinzustürzen. Okay, gut. Aber da sind wir hier durch. Wir gehen noch mal in den Keller, ne? Unser Safe Place. Ja, okay. Ich habe immer die Hoffnung, dass trotzdem vielleicht noch irgendwas drin ist, was wir tragen können. Weiß nicht inwiefern.
Heb das auf, Dankeschön. Oh Gott, das Klavier. Ach Gott, das arme Klavier. Das war bestimmt teuer. Das war bestimmt teuer. Nun gut, da haben wir das zumindest erledigt. Und da werde ich jetzt vorher noch das andere vorlesen, bevor ich mich dorthin begebe und im Off wieder hier alles klitz und klein schlage. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Ja, wie das befallene Gebiet. Und wir haben hier auch nochmal die Shells. Das heißt, es muss hier irgendwo sein. Bezirk. Advent. Advent, mein Lichtlein brennt. Old Grove. Bezirk Red Heights. Reed Heights. Advent. Bezirk auch Reed Heights. Okay, hä? Das wo. Hawkinline habe ich doch gerade irgendwo gelesen und Robin. Oder? Oh, Migräne, ganz schlimm. Washington. Nee. Okay. Ich dachte, die hätten was miteinander zu tun. Das ist doch doof. Okay, da würde ich sagen, nehme ich das mit. Das ist ein Reed Heights. Advent. Ach, das müssen wir auch noch machen. Oder das muss ich noch machen. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, sehe ich mich mal hier um. Oxford, das habe ich. Doch, Baker Street, doch, Baker Street, Moment. Baker Street habe ich doch gerade irgendwo gelesen. Das habe ich zwar auch vorhin gerade gesagt. Hier, Baker Street und Ward Street, das müsste es sein. Ich wusste doch, dass die irgendwie zusammen tun. Genau, Hawking, Westshore, Baker Street, gut, da würde ich sagen. Sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich das Bezirk erst einmal befreit habe und ich hoffe, ich werde nicht sterben, deswegen werde ich es auch gleich erst einmal speichern. Genau. Und dann, ja, würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind zwar nicht an unserem Ziel angekommen, aber ich habe jetzt, als ich in dem anderen befallenen Gebiet bin, das erstreckt sich einmal über die, nee, warte. Hier, ich glaube hier, habe ich begonnen, mich durchzukämpfen. Auf jeden Fall sind es zwei Straßen, die befallen sind. Und ich habe auch, ich glaube, drei Wissenspunkte bereits vergeben. Also bei dem anderen befallenen Gebiet bin ich dann noch ein paar Runden gerannt und dann kam halt an der Stelle, wo man wirklich einen großen hatte. Dann hatte man drei kleine, dann zwei Kriecher und dann das eine kleine, was einen so ein bisschen betäubt, indem es halt laut schreit. Also kriegt man fast schon 400 Punkte. Also ich denke mal, ich habe mir jetzt die Aufgabe zugeschrieben, dass ich versuche, sehr viele Runden zu drehen und diese Sachen zumindest zum größten Teil halt freizuschalten. Ich weiß halt nicht, ob ich das so wirklich mache, weil an sich haben wir genügend Materialien. Ich weiß halt nicht, ob wir an irgendeine Stelle kommen, wo die Materialien rasen, wo wir dann sagen, hätte ich mal lieber nur diese Fähigkeiten hier ausgewählt. Aber enorme Geisteskraft, genau. Und also ich habe halt mir wirklich das Ziel genommen, dass ich zumindest sehr viel von diesen Sachen schon mal freischalte. Also Granaten, also ich habe meine Liebe zu Granatenbrandbomben gefunden. Also damit kann man auch die großen Oschis auch sehr schnell down bekommen. Also da bin ich auch guter Dinge, dass wir diese eine Fallstudie von dem Arzt, wo ich in der 6. Folge, glaube ich, gescheitert bin, weil es einfach zu viele gewesen sind. Und also da können wir auf jeden Fall dann gegen die ganzen Viecher bestehen und ja, Nahkampfangriffe will ich, wie gesagt, erstmal nur gegen diese Tintenfisch-Dinger nehmen. Das heißt, das würde ich erstmal außen vor lassen. Das heißt, ich habe. Gut, die Fallen, die bringen mir eigentlich nicht allzu viel. Würde ich sagen, mach mal 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, 14, 15, weil das hätte ich schon gerne. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also ja, ich habe wahrscheinlich noch 25 Wissenspunkte vor mir. Ich versuche, wie gesagt, jetzt im Off diese ganzen Wissenspunkte zu sammeln, in der Hoffnung, dass bei den befallenen Gebieten immer die Monster spawnen. Wenn nicht, dann ja, muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ich bekommen habe. Und wir werden jetzt diesen Brieflein lesen. Gehen Sie nicht zur Polizei, Ihr werter Gatte ist ein Mächtiger. Ist einem mächtigen Mann in die Quere gekommen und hat dafür eine Lektion erteilt bekommen. Wenn Sie ihn wiedersehen wollen, bringen Sie uns alle Patronen, die er versteckt hat. Versuchen Sie nicht, uns zum Narren zu halten. Er hat uns bereits gesagt, wie viele Patronen es sind, und denken Sie nicht im Traum daran, die Polizei einzuschalten. Tja, ist eigentlich so eher die Tatsache, dass die Polizei vielleicht einem helfen kann, aber derjenige möchte nicht, dass man zur Polizei geht. Sehen Sie nicht hin, laufen Sie fort von diesem Ort und drehen Sie sich nicht um. Auf gar keinen Fall dürfen Sie den fürchterlichen Mann auf dem Gemälde ansehen. Vor einigen Monaten besuchte ich eine Freundin auf einer Tasse Tee und um mit meinem Charme eine freie Unterkunft zu bekommen, da sah ich ihn zum ersten Mal, als ich auf das Gemälde an der Wand des Schlafzimmers blickte. Er starrte mich an. Seitdem verfolgt er mich und hat es jetzt sogar auf mein eigenes Zimmer geschafft. Nehmen Sie meine Warnung ernst und verschwinden Sie, bevor Ihre Augen auf seine treffen. Geht doch. Oder? Würde ich meinen. Ja, komm. Flüster nicht in mein Öhrchen hinein. Oh Gott, ich glaube, im Keller. In den Keller komme ich nicht rein. Okay, dann ist es das gewesen. Kommen wir nicht rein? Okay, cool, sehr schön. Gucken, ob die Viecher jetzt kommen, wenn ich rausgehe. Wie gesagt, in den Keller komme ich nicht. Leider nicht. Können wir kurz. Nee, komme ich leider nicht. So, ne, und wie gesagt, es gibt hier zwei Straßen. Die habe ich schon soweit gesäubert. Die gingen von da bis da und dann hatte man noch so ein paar kleine Ecken. Jetzt bin ich hier, warum ist es so dunkel? Das gefällt mir gar nicht. Ja, also ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen austoben. Und dann würde ich euch dann, ja, dazu holen, wenn ich dann den besagten Ort gefunden habe. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich doch falsch bin und dass wir zu den Reed Heights gehen müssen, werde ich trotzdem das befallene Gebiet noch zu Ende bringen. Und wir sind jetzt sogar hier angelangt. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch um die Straße kümmern und um die Seite. Und ja, ich werde auf jeden Fall mich um alle befallenen Gebiete kümmern und werde euch auf jeden Fall dazu holen, sollte ich da irgendetwas Interessantes, ja, gefunden haben. So, Old Grove gab es, glaube ich, keines. Na, so fehlt uns das hier noch. Das hatten wir. Das hatten wir. Und das. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Das müssten wir, glaube ich, noch machen. Und jetzt sind wir hier. Damals habe ich das gemacht. Doch, das habe ich gemacht. Oder? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin verwirrt. Stimmt, ich habe das gemacht, das sind wir hierher. Okay, das muss ich eventuell noch machen. Dann habe ich das, das und das. Und wie gesagt, ich würde dich einfach dazu holen, wenn ich halt irgendein Briefchen finde oder diesen schönen Anblick. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Kollegen passiert ist. Ob das so sein soll oder ob das ein Bug ist. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus, wenn er eigentlich einen durchsichtigen Kopf hat und die Augen und die Zähne, die übrigens in einem sehr guten Zustand sind, herausragen. Also wundervoll. Der hat ja auch einen Abschiedsbrief und hier war so ein Riesen-Oschi. Den habe ich mit zwei Granaten, ja, mit zwei Granaten habe ich den weggesammelt und unten kamen noch so diese zwei Spucker. Und die habe ich erfolgreich eliminiert. Verschmierte Kritzeleien. Es stach mich. Ich starb. Dann sah ich, dass ich in ihm war. Die Schwarzen haben recht seltsame Mächte der Natur. Jetzt werde ich ertränken, was übrig ist. Ja. Also das Kuriose ist, dass seine Finger trotzdem die normale Hautfarbe haben. Aber wer weiß. Wer weiß. Haben wir hier sonst irgendwas? Ja, wir haben nur den Kollegen dort liegen.
Genau, in den Keller war ich. Im Keller, ich habe keine Ahnung. Ich war übrigens mega verwirrt. Doch, stimmt, ich war im Keller, weil da war das Klavier und ich war mega verwirrt, ob ich zurückgelaufen bin, weil da ist nämlich auch das Klavier durch die Decke gekommen. Ne? Hier. Genau dort. Aber ne, das war auf jeden Fall ein anderes Haus. Aber ich hätte es mir auch zugetraut, dass ich zurückgelaufen wäre. Genau, ne? Hier war ich jetzt. Von hier kamen wir. Ja, diese kleinen Mistdinger. Denke ich, verschwinde. Eine. Oh, guck mal, da haben wir einen Riesen-Oschi. So, kommt er da durch? Ne, warte mal. So, warte, warte, warte. So, warte, jetzt müssen wir ganz schnell wegrennen. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. In der Hoffnung, dass es uns nicht kriegt. Und dann stirbt der Algen. Guck, der wird nämlich ein bisschen langsamer. Zack, weg ist er. Und der explodiert. Eigentlich explodiert er. Mal. Der ist wahrscheinlich so schlecht gelaunt, weil der hat Verstopfung. Guck mal, da kommt, da will was rauskommen, aber es hat es nicht bis zum Ende geschafft. Ich denke, das ist der Grund, warum er so gemeint so ist. Wahrscheinlich will er einfach nur jemanden haben, der ihm bei seiner Verstopfung hilft. So, dann. Genau, habe ich das. Hier habe ich ganz viel Munition. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, bei schwer gibt es wahrscheinlich mehr Gegner, oder? Oder man muss halt fünfmal diese Tentakelviecher treffen und dann hat man es geschafft. Genau, hier komme ich dann raus. So, was sagt meine Wissenspunkte? Die sagen, ja, okay, gut. So, dann haben wir die Brandbombe. Okay. Aber ich meine, jetzt habe ich so ein bisschen Spaß dran, ne? Wenn ich weiß, wie ich das alles so handhaben habe, wie ich die down kriege, dann ist es alles nur noch halb so schlimm. Stoff. So. Jetzt können wir nochmal kurz zurückgehen und können gucken, ob die auch nochmal spawnen. Aber was halt noch cool gewesen wäre, wenn man wirklich die befallenen Gebiete abgeschlossen hätte und hätte die dann, ja, oder die Männchen wären dann wieder zurückgekehrt. Zumindest die noch übrig sind. Nee. Anscheinend. Oder? Ja, hier kam eigentlich auch nochmal ein Oschi, aber nee. Okay, dann habe ich die alle. Hier hinten war ich auch. Ja, hier hinten war ich auch. Genau, da habe ich mir auch das Zeug geholt. Ja, da sind wir fertig. Wie man hier nochmal eine Mülltonne herum. Mehr kann ich nicht tragen. Wie soll es auch anders sein? Ah, nee. Ach doch. Oder? Ach so, nee. Wir sind mal wieder bei den normalen. Ja. Oh, wir sind auch gleich hier. Warte mal. Hier nur mal kurz was gucken. Obwohl, warte. Ja. Was gucken. Und dann begeben wir uns noch zu dem Örtchen hin, wo wir hin müssen. Ja. Danke. So. Guck mal, der tanzt, ja. Der hat auf jeden Fall gute Laune. Hut ab, dass man in dieser Welt gute Laune haben kann. Wie gesagt, das wäre überhaupt nichts für mich. Ich hätte mich schon längst mit Schlaftabletten zugebombt und dann, ja, so. Freunde der Nacht, kommt ihr? Oder kommt er nicht? Ja. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Geil. Ja, genau, ne? Hier explodiert er nämlich. Ich bin voll reingelaufen. Los. Zack. Na, das ist halt easy peasy.
Da können wir kurz gleich nochmal ganz schön die Runde rumgehen. Also es ist halt wirklich mega. Also wenn man weiß, wo die auf einen warten, dann ist es schon okay. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber es ist eigentlich ganz entspannt, weil man kriegt halt relativ schnell die Punkte. Das wollte ich machen. Ach, das wollte ich machen. Genau, ne? Ein bisschen doof, weil das jetzt genau verkehrt herum ist. Ich bin immer von der anderen Seite gekommen. Und hier müsste auch erstmal ein riesen Oschi kommen. Ja. Das ist dann halt schon einfach, ne? So, jetzt. Ja, die sind halt extrem nervig. Ich glaube, die kann man am besten... Oh. Die sind wirklich so mit die schlimmsten, aber ich glaube, die kriegt man wahrscheinlich dann eher mit den Fallen dann weg. Also das ist, sage ich mal, das einzige Nerve. Das sind wirklich diese Viecher hier. Ne? Aber so habe ich das halt wirklich jetzt so 3 Runden gemacht. Ist alles entspannt. Nein, theoretisch müssten hier dann auch nochmal welche kommen. Und kriegst halt hier alles hinterher geschmissen, ne? Das ist halt das Coole. So. Oh. Und da müssten hier noch mal welche kommen. Bei dem Pavillon. Genau. Oh! Hat keine Ahnung. So, jetzt von euch. Oh fuck. Ja, oh, Mausi. Komm mal weg. Schneller. Okay, die haben mich fast. Das sind wirklich die richtigen Biester. Aber den will ich jetzt nicht unbedingt meine wundervollen Brandbomben, weil die will ich mir nämlich für den Großen halt aufsparen. Ja, aber das ist dann halt, ne, schon ein bisschen easy, würde ich meinen. Genau, dann müssen nämlich hier auf der Seite auch nochmal welche kommen. So. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste gleich hier mein Oschi eigentlich kommen. Oder? Oschi? Da, ich hab dich schon vermisst, mein Freund. Oh, fuck. Doch egal. Die beide nämlich weg. Tada! Und so ging es halt die ganze Zeit. Und das Schöne ist, dass man hier halt wirklich alles bekommt und kann ganz entspannt alles wieder aufladen. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Und so ging das eine halbe, ich glaube, was eine halbe Stunde? Ich glaube, ich habe es ungefähr 10 Minuten für eine Runde gebraucht. Ne? Aber es war halt ne, entspannt. Warte mal, machen wir es mal so. Nicht, dass sie dann gleich wieder auf uns schießen, weil wir hier eine Waffe gezogen haben. Das ist halt, wie gesagt, das ist schon, ne? Wir haben einen Wissenspunkt, ich glaube. Doch, wir haben einen Wissenspunkt. Guck mal, wir haben schon wieder fast ne, 400. Das ist halt wirklich extrem. Ich will nachladen. Komm, nehmen wir das. Wir nehmen das erstmal. Ne, das ist halt wirklich easy, ne? So, jetzt werden wir mal gucken. Wir müssen zum Schnellreisepunkt.
Also es steht, dass bei den Reed Heights der Schnellreisepunkt genommen werden soll. Das war der hier. Und da müssen wir nur wenige Meter vom Schnellreisepunkt Reed Heights Süd entfernen. Ja, Süd. Such die Kreuzung zwischen Ward Street, Albans Street und Baker Street auf. Die hier. So, nee, halt, stopp. Halt, stopp. Okay, also es ist immer eine recht, leuchtende Außenlampe sein, die uns den Weg weisen wird. So, wahrscheinlich dies sein, oder? Ich weiß auch, was uns hier erwartet. Genau, und zwar du kleiner Mausi-Pupsi. Ich weiß, es ist alles ganz schlimm. Und ja, ich weiß, es sollte dir wahrscheinlich mehr Liebe geben und so einen Spaß, ja. Ne, das meine ich. Und ich bin immer schön reingerannt. Und dann hatte ich gefühlt nur noch Viertel meiner Lebensanzeige. Also ich wäre eigentlich schon tot. Ich habe jetzt zum Glück die komplette Lebensanzeige. Also ne, das meine ich. Ne? Es wird auf jeden Fall easy werden, denke ich mal. Wenn wir dann... Was sie fällt... So, haben wir hier noch jemanden? Wir wissen jetzt einfach Brandbomben und Granaten. Und dann geht die Luzi ab. Ach, da bist du. Bist du ein bisschen schüchtern? Hast du dich versteckt, mein Schatzi? Ja, ich weiß. Tschüss. Wo? Ich glaube, da war eine Frau, die hatte eine sehr starke Periode. Oh ja. Oh, oder auch nicht. Hier wurde auch einfach eine Leiche zerstückelt. Die Frage, ach, da ist der Arm, oder? Sieht mir aus wie die Hand. Hand, Bein, wo ist der Kopf? Wo ist der Rest des Körpers? Oh. Oh, Mr. Brickley, die Rohre, sie rufen nach mir. Sie erinnern sich sicher daran, dass ich mich letzten Monat mehrmals über die Rohrleitungen im Bad beklagt habe. Offensichtlich halten sie Gerasse, Geklapper und Geglucker für unbedenklich, denn sonst hätten sie sich bereits darum gekümmert. Mittlerweile sind da allerdings auch noch Stimmen. Tja, was nun, Mr. Brickley? Kann sie das dazu bewegen, endlich ihren Schraubenschlüssel zur Hand zu nehmen? Pass ja, es ist jetzt schon zu spät. Ganz gleich, wie viel sie an den Schrauben herumdrehen, das Angebot, das sie mir unterbreitet haben, steht... Und wie könnte ich ablehnen? Sie meinten, ich muss nur zu ihnen nach unten kommen und sie haben mir auch gezeigt, wie. So ganz gefällt mir die Sache zwar nicht, aber sie sagten, sie hätten das bereits viele Male so gemacht. Ich brauche lediglich ein scharfes Messer. Stück für Stück werde ich zu ihnen stoßen. Und wenn ich gänzlich von hier oben verschwunden bin, werde ich das Ganze dort unten sein. In all meiner Pracht. Ich bin nervös, aber sie haben mir versichert, dass es funktionieren wird. Nein, ich habe keine andere Wahl. Sie versprachen mir Unsterblichkeit, Ekstase und grenzenloses Wissen. Und das Beste daran, Mr. Bigley, die Hore dort unten sollen keinen Mucks von sich geben. Sie haben es mir versichert. Ja, die stimmen wahrscheinlich, oder? Haben das versichert? Nehme ich mal an. So. So, kommt jetzt hier nochmal ein großes? Nee? Okay. So. Aber es ist schon krass, wie ich am Anfang, ich meine, ich habe jetzt keine Angst vor diesen Dingern. Ich erschrecke mich eher, wenn die plötzlich kommen, wenn ich nicht damit rechne, weil es halt schon extrem laut ist und die Musik dann auch halt so schön mitspielt. Aber... Wie selbstbewusst ich jetzt geworden bin, klar, ich spiele auf leicht. Ich möchte nicht unbedingt auf normal wechseln. Aber, ja,
Ich habe jetzt wieder Spaß am Spiel, wenn man weiß, wie man es handhaben muss, damit man ganz viele Wissenspunkte bekommt. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge, ja, werde ich wahrscheinlich noch die anderen befallenen Gebiete machen, zum Beispiel das hier. Und werde euch halt dazu holen, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Dann haben wir hier noch das Adventchen. Das haben wir noch und dann Old Grove. Nee, Salvation Harbor. So, ja, wir haben eigentlich nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 von den Dingern. Und dann werde ich, wenn wir jetzt hier... ich will erstmal die befallenen Gebiete zu Ende machen, damit ich auch ein paar Folgen habe, weil ich werde wahrscheinlich jetzt hier keine 3 Stunden sitzen und immer dieselbe Runde drehen, weil sonst werde ich wahrscheinlich selber wahnsinnig. Und das stückelt dann wahrscheinlich auch noch irgendjemanden. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir, wenn wir das dann soweit durchgehabt haben, unsere Fallstudie erstmal, also Feldstudie erstmal widmen, damit wir halt ja den guten Doktor verarztet haben. Und dann würde ich sagen, machen wir Quid pro Quo. Ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt, sage ich mal, so eine lange Pause haben von der Hauptstory. Aber ich sag mal so, jeder, der meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich sehr gerne erstmal die Nebenmission mache und mich so hochlevel und dann einfach jeden kurz und klein schlage, der mir über den Weg läuft. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns an der nächsten Folge wiedersehen werden.